Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern SARS-CoV-2 die Koch'schen Postulate erfüllt. Den Artikel, den Sie momentan am Bildschirm sehen, den verlinke ich Ihnen natürlich und da gibt einen recht einen guten Überblick über die Geschichte der Virologie bzw. auch über die Geschichte der Hähnle-Koch'schen Postulate. Und wir werden, gehen ganz kurz runter zu den Postulaten. Wir werden im Zuge des Videos eben diese vier Koch'schen Postulate diskutieren. Und wir werden jedes einzelne Koch'sche Postulat überprüfen. Wir werden Literatur zu Hilfe ziehen, um zu zeigen, ob SARS-CoV-2 diese Koch'schen Postulate eben erfüllt oder nicht oder nur teilweise erfüllt. Zuallererst eine kurze geschichtliche Einführung. Was sind die Hähnle-Koch'schen Postulate und wie sind sie im historischen Kontext der Bakteriologie bzw. der Virologie zu sehen? Man muss sich vorstellen, Ende des 17. Jahrhunderts wurden erstmals sowas wie Bakterien beschrieben. Und in diesem Zeitraum wurde dem Gedanken, dass Bakterien Krankheiten auslösen können oder Mikroorganismen Krankheiten auslösen können, keine Beachtung geschenkt. Wie Sie ja wissen, zum Beispiel Ignaz Semmelweis hatte 1861 erstmals beschrieben, dass Mikroorganismen, Bakterien eben der Auslöser des Kindbettfiebers sind. Und seine Theorien wurde zu dem damaligen Zeitpunkt keine oder relativ wenig Beachtung geschenkt. Viren wurden erst im Ende des 19. Jahrhunderts erstmals beschrieben und erst 1926 wurde zum ersten Mal beschrieben, dass Viren offenbar obligate Parasiten in dem Sinne zu sein scheinen, dass die Vermehrung von lebendigen Zellen abhängig ist. Und diese Feststellung von 1926, dass Viren eben abhängig sind von anderen Organismen, um sich vermehren zu können, dass Viren intrazelluläre Pathogene sind, das ist ganz wichtig zu verstehen, auch im Zusammenhang mit den Koch'schen Postulaten. Aber zurück zu den Hähnle-Koch'schen Postulaten. Also Koch hat an seinen Arbeiten über die Milzbranderreger 1882 bis 1890 dann folgend diese Koch'schen Postulate aufgestellt. Und was sind die Koch'schen Postulate? Das erste Koch'sche Postulat ist, dass ein Krankheitserreger sich in allen Fällen bei einer bestimmten Krankheit nachweisen lassen muss, wohingegen beim Gesunden immer fehlen muss. Das zweite Koch'sche Postulat ist, dass der Krankheitserreger sich auf einem Nährboden oder in geeigneten Zellkulturen züchten lassen muss, und zwar in Form von Reinkulturen. Der dritte Punkt der Koch'schen Postulate: gesunde Tiere müssen nach der Inokulierung des Erregers die gleiche Krankheit entwickeln. Sprich, wenn man ein Tier mit dem Erreger infiziert, muss dieselbe Krankheit entwickelt werden. Und der vierte Punkt ist, dass außerdem die Reisolierung des Erregers aus den Tieren, aus den infizierten Tieren gelingen muss. Festzuhalten ist allerdings auch, dass bereits Koch Ende des 19. Jahrhunderts schon festgestellt hatte, dass nicht in jedem Fall alle Postulate erfüllt werden können. Das heißt, er hat damals schon festgestellt, dass gewisse Bakterien nicht bei jedem Menschen zu einer Krankheit führen und dass zum Beispiel auch gesunde Personen Dauerausscheider sein können. Welche Beweise, Belege gibt es für die Erfüllung der ersten zwei Koch'schen Postulate? Eben dem ersten Koch'schen Postulat, dass der Krankheitserreger sich in allen Fällen bei einer bestimmten Krankheit nachweisen lassen muss. Und dass der Krankheitserreger sich auf Nährböden oder in geeigneten Zellkulturen züchten lassen muss, und zwar in Reinform. Die hier gezeigte Publikation zeigt zum ersten Mal den klinischen Verlauf und die Isolation und molekulare Beschreibung von SARS-CoV-2, damals noch genannt 2019 nCoV, in den ersten Patienten aus China. Diese Publikation ist erschienen im New England Journal of Medicine. Das ist eigentlich das angesehenste Fachblatt in den Medizinerkreisen. Und die Publikation beschreibt drei Fälle, wo der klinische Verlauf sehr stark an den klinischen Verlauf,
der SARS-CoV-Infektion erinnert hatte. Also das ursprüngliche SARS-Virus, das heutzutage SARS-CoV oder SARS-CoV-1 genannt wird. Und diese Patienten haben eine atypische Lungenentzündung entwickelt und späterhin dieses akute respiratorische Syndrom, das dann eben mit mechanischer Beatmung behandelt wurde. Und aus diesen drei Patienten wurde mittels einer Lungenlavage, da wird die Lunge gespült mit einer physiologischen Kochsalzlösung, und diese gespülte Lösung wurde untersucht auf das Vorhandensein einer Vielzahl von Pathogenen, die eben bekannt sind, solche Lungenentzündungen hervorrufen zu können. Und dieses initiale Ergebnis war negativ. Zu diesem Zeitpunkt wusste man, dass es sich um einen neuartigen Erreger handeln musste. Um diesen neuartigen Erreger nun charakterisieren zu können, musste natürlich dieses Virus isoliert werden. Und dieses Virus wurde isoliert bzw. gezüchtet auf humanen Epithelialzellen der Lunge. Und somit wurde dieses Virus vervielfältigt und diese vervielfältigte Viren bzw. eingebettet im Lungengewebe. Damit wurde dann einerseits die Elektronenmikroskopie durchgeführt und andererseits wurde dieses Virus vollständig sequenziert. Was man hier dargestellt sieht, ist der sogenannte zytopathische Effekt, den bestimmte Viren zeigen nach Infektion einer Zelle. Das ist zugegebenermaßen wahrscheinlich schwierig zu interpretieren für einen Laien hier. Was man hier sieht, ist eben der sogenannte zytopathische Effekt. Das ist eine morphologische, eine strukturelle Veränderung der Zelle nach der Infektion mit einem Virus. In dieser Abbildung hier sieht man elektronenmikroskopische Aufnahmen. Man sieht auf der linken Seite nun diese SARS-CoV-2-Partikel. Man sieht hier diese sphärische Partikel und eben an den Rändern sind eben diese Spike-Proteine drauf, die dann ausschauen, als ob da dieser sphärische Partikel eine Krone tragen würde. Deswegen heißt dieses Partikel auch Coronavirus. Auf der rechten Seite sehen wir dann hier diese SARS-CoV-2-Partikel wieder im Lungengewebe eingebettet. Es ist verständlicherweise relativ abstrakt und zu diesem Zeitpunkt wusste man natürlich auch nichts über den evolutionären phylogenetischen Hintergrund des Viruses und man wusste natürlich nicht, dass es sich um SARS-CoV-2 handelt oder um einen Verwandten von SARS-CoV. Das bedeutet, der nächste Schritt in dieser Untersuchung war die Sequenzierung. Wie schon vorher erklärt, die Sequenzierung bedeutet, man versucht die einzelnen Basen, die Abfolge der Basen zu bestimmen. Und dieses Genom von SARS-CoV-2 ist eben ungefähr 30.000 Basenpaare groß. Und diese 30.000 Buchstaben, die eben quasi den genetischen Code für dieses Virus ausmachen, das hat man dann eben bestimmt. Und hier sieht man eine Darstellung eben dieses Genoms hier. Man sieht zum Beispiel hier, wenn Sie sich mit dieser Thematik beschäftigen, dann kennen Sie diesen Buchstaben schon. Das ist zum Beispiel dieses E-Gen, das dann zum Beispiel getargetet wird von der PCR, zum Beispiel von der Charité zum Nachweis von SARS-CoV-2. Nachdem die vollständige Sequenz von SARS-CoV-2verfügbar war, hat man sich natürlich Gedanken darüber gemacht, wie passt dieses neuartige Coronavirus jetzt in den Gesamtkontext der Coronaviren? Und man hat dann festgestellt, dass eben dieses neuartige Coronavirus, hier noch als Betacov Wuhan, in einen sogenannten Clade passt mit dem SARS-CoV. Dem ursprünglichen SARS-CoV. Und das erklärt auch die sehr ähnliche klinische Symptomatik. Also diese atypische Lungenentzündung, dass die Personen entwickelt, die Patienten entwickelt haben, mit diesem folgenden akuten respiratorischen Syndrom. Die Autoren dieser Studie haben dieses Genom selbstverständlich der allgemeinen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Das war dann auch die Grundlage für die Etablierung der ersten eben sogenannten PCR-Tests,
Beispiel auch von der Charité oder von anderen Gruppen. Und die Autoren kommen dann im Endeffekt auch zum Schluss, dass diese Arbeit zum Beispiel jetzt nicht vollständig das Kochsche Postulat erfüllt, weil eben bis zum damaligen Zeitpunkt des Kochschen Postulats nur zwei Postulate erfüllt waren. Das einerseits ist, dass der Krankheitserreger sich in den Fällen nachweisen lassen muss, in diesem Fall von drei Fällen, ist natürlich nur eine limitierte Zahl, und dass sich der Krankheitserreger in geeigneten Zellkulturen züchten lassen muss, und zwar in Reinform. Die anderen, die Kochschen Postulate Nummer 3, dass gesunde Tiere nach der Infektion die Krankheit entwickeln, beziehungsweise dass auch aus diesen erkrankten Tieren wieder der Erreger isoliert werden muss, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht erbracht. Die Isolation und Charakterisierung von SARS-CoV-2 von drei Patienten ist natürlich eine limitierte Fallzahl. Diesen Prozess hat man natürlich repliziert, wiederholt, und zwar in allen verschiedenen Ländern, nachdem sich SARS-CoV-2 ja weltweit verbreitet hatte. In dieser Publikation, die stammt auch von einer chinesischen Arbeitsgruppe, hat man zum Beispiel von 7 Covid-19-Patienten, also Covid-19 ist die Erkrankung, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird, von 7 Covid-19-Patienten SARS-CoV-2 isoliert. Man hat diese SARS-CoV-2-Viren in sogenannten Verozellen gezüchtet und man hat sich die Wachstumskinetiken dieser Virenpartikel angesehen. Und man hat dann wieder zum Schluss dieses Viruspartikel dann wieder vollständig sequenziert und die Sequenz war wieder übereinstimmend mit der SARS-CoV-2-Sequenz. Und man hat das überall auf der Welt so gemacht und repliziert. Das ist zum Beispiel eine wissenschaftliche Publikation, die sich mit demselben Vorgehen beschäftigt, also der Isolation von SARS-CoV-2 von den ersten Covid-19-Patienten der USA. Dasselbe Prozedere wurde durchgemacht. Das Virus wurde isoliert, entweder vom Lungenraum oder vom Nasenrachenraum, wurde vervielfältigt, wurde gezüchtet in eben diesen sogenannten Verozellen, die sich eben sehr gut eignen für die Züchtung von diesen Virentypen. Und man hat das Virus dann vollständig sequenziert, um zu sehen, dass es wieder dasselbe Virus ist. Man hat dasselbe gemacht, zum Beispiel in der Türkei von türkischen Covid-19-Patienten. Man hat dasselbe gemacht in Korea von Covid-19-Patienten in Korea. Und es finden sich Publikationen von mehr oder weniger allen Ländern dieser Welt, wo dieses Prozedere wiederholt worden ist. Zum Beispiel auch in Österreich wurden 21 verschiedene SARS-CoV-2-Genome berichtet. Das war die Österreichische Akademie der Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien. Also wieder von verschiedensten Covid-19-Patienten wurde Covid-19 isoliert, gezüchtet in Reinform in Zellkultur und dann vollständig sequenziert. Mittlerweile ist SARS-CoV-2 ungefähr 5000 Mal vollständig isoliert und vollständig sequenziert geworden. Und man findet die Daten in der sogenannten Next-Strain-Datenbank. Das ist eine sehr wichtige Datenbank, weil mit Hilfe dieser Datenbank kann man nachvollziehen, wie sich das Virus von seiner Sequenz, von seiner genomischen Struktur und von seinem genomischen Aufbau verändert und wie sich eben einzelne Mutationen in das Genom von SARS-CoV-2 einführen. Und damit kann man zwei recht interessante Dinge wissenschaftlich betrachten. Einerseits, wie sich SARS-CoV-2 ausgebreitet hat auf der Welt. Und andererseits, ob einzelne Mutationen entstehen, die zum Beispiel dann problematisch sein können, wenn dann irgendwann einmal ein Impfstoff entwickelt worden ist. Ob es Mutationen gibt, die zum Beispiel dann weiterhin virulent sind, obwohl die Personen geimpft sind gegen SARS-CoV-2.
Nun zu den Koch'schen Postulaten 3 und 4. Gesunde Tiere müssen nach der Inokulierung des Erregers die gleiche Krankheit entwickeln. Außerdem muss die Reisolierung des Erregers aus den Tieren gelingen. Nun, hier gibt es zwei Studien, die mit Affen durchgeführt worden sind und eine Studie, die mit transgenen Mäusen durchgeführt worden sind. Die zwei Studien, die mit den Rhesusaffen durchgeführt worden sind, eine Publikation hier, hiervon ist hier dargestellt, publiziert in Nature, wiederum einer der größten wissenschaftlichen Fachjournalen, die es gibt. Und was in dieser Arbeit gemacht wurde, es wurden mehrere Tiere mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Das SARS-CoV-2-Virus stammte aus einem Isolat eines Covid-19-erkrankten Patientens. Und dieses Isolat wurde eben wiederum in Verozellen gezüchtet, amplifiziert, das heißt vervielfältigt und wurde dann den Affen verabreicht in die Atemwege. Und diese Affen haben im Prinzip dasselbe klinische Bild entwickelt wie Covid-19-Patienten. Sprich, die Serologie, die Blutparameter haben sich gleich verhalten. Es kam zu einem raschen Anstieg der weißen Blutkörperchen als Zeichen einer Abwehrreaktion. Es kam zu einer sogenannten interstitiellen Lungenentzündung, die ganz typisch ist für Covid-19-Patienten. Und der SARS-CoV-2-Titer wurde auch verfolgt über den Zeitraum der Erkrankung. Das sieht man hier dargestellt vom Nasenraum. Der hat dann im Laufe der Infektion wieder abgenommen, indem der Körper das Virus natürlich mit einer spezifischen Immunreaktion bekämpft hat und dann neutralisiert hat. Und der war dann am Tag 20 nach der Inokulation, das heißt nach der Impfung mit diesem SARS-CoV-2-Virus wieder bei Null. Der SARS-CoV-2 wurde von einer Subpopulation von den Affen auch wieder reisoliert. Das entspricht also dem Koch'schen Postulat Nummer 4. Es wurde dann sequenziert und es hatte dieselbe Sequenz, das heißt, es ist dieselbe Identität wie ursprünglich das Virus, das eben zur Inokulation verwendet worden ist. Sprich, dieses Affenmodell zeigt, dieses Tiermodell zeigt, dass SARS-CoV-2 das komplett identische Bild hervorruft, wie man in humanen Covid-19-Patienten findet. Dieses Experiment wurde von einer unabhängigen Forschungsgruppe wiederholt. Wiederum hat man Rhesusaffen dazu verwendet. Man hat wieder Rhesusaffen inokuliert mit SARS-CoV-2. Und man hat sich angesehen, wie der klinische Verlauf der Affen sich entwickelt über den Zeitraum. Man sieht hier auch wieder, wie sich die Anzahl der Virenpartikel verändert hat im Laufe der Infektion. Und das ist dann am Tag 14 nach der Inokulation wieder auf Null heruntergegangen, also nachdem der Körper wieder SARS-CoV-2-spezifische Antikörper gebildet hat und somit die Infektion wieder unter Kontrolle bringen konnte. Und in dieser Population wurde wieder dasselbe klinische Bild beobachtet mit diesem Kernmerkmal der sogenannten interstitiellen Lungenentzündung. Das ist dann hier bildlich dargestellt, wie sich dann diese Tiere entwickelt haben und wo diese Lungenläsionen dann aufgetreten sind. Und man hat auch die Histopathologie in euthanasierten Affen angesehen. Und das ist hier gestellt, also wie sich das Lungengewebe aufgrund der Infektion verändert. Und man hat auch selbstverständlich wieder SARS-CoV-2 wieder aus den Tieren isoliert, sequenziert, um eben nachweisen zu können, dass der Erreger, der ursprünglich für die Infektion verantwortlich
war in diesen Affen, auch wieder reisoliert werden kann. In dieser Publikation auch recht interessant, was zusätzlich gemacht worden ist. Man hat sich angesehen, wann sogenannte neutralisierende Antikörper bei den infizierten Affen aufgetreten sind. Und man kann das dann in einem Zellkulturexperiment mit dem sogenannten PLAC-SE monitoren über den Zeitraum, und man kann sich in der Zellkultur ansehen, wann eben die Affen sogenannte neutralisierende Antikörper bilden, die dann auch in der Zellkultur, in diesem PLAC-SE, in der Lage sind, die Virusausbreitung unter Kontrolle zu bringen. In diesem Experiment hat man auch bereits infizierte Affen nochmals infiziert, um zu sehen, ob bereits infizierte Affen geschützt sind aufgrund eben dieser spezifischen Antikörper vor einer erneuten Infektion. Und das sieht man jetzt hier dargestellt. Man hat zwei Affen, M1 und M4, die bereits infiziert waren, nochmals infiziert mit SARS-CoV-2. Und diese Tiere haben keine Krankheitssymptome gezeigt. Und man hat zwei naive Affen, die eben vorher nicht mit SARS-CoV-2 in Kontakt waren, mit dem Virus infiziert. Und man hat wiederum gesehen, einerseits, dass quasi das Virus sich nachweisen lässt im Nasenrachenraum und sich dort auch amplifiziert. Und auch diese Tiere haben wieder dieses klassische klinische Bild der interstitiellen Lungenentzündung entwickelt. Eine dritte Publikation, die sich ebenfalls mit den Koch'schen Postulaten Nummer 3 und Nummer 4 beschäftigt hat, also mit der pathogene Organismus muss im Tiermodell die Krankheit hervorrufen und der pathogene Organismus muss wieder aus dem kranken Tier isoliert werden können, wurde hier durchgeführt, das ist die falsche Studie, wurde hier durchgeführt, in dieser Studie ebenfalls publiziert in Nature, mit transgenen Mäusen. Warum transgene Mäuse? SARS-CoV-2 bindet an den sogenannten ACE2-Rezeptor. Das ist der Angiotensin-Converting-Enzym-2-Rezeptor. Und dieses Protein, dieser Rezeptor, ist in Mäusen natürlicherweise nicht vorhanden. Sprich, Mäuse sind von Haus aus nicht anfällig auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Das ist auch der Grund dafür oder der molekularbiologische Grund dafür, warum gewisse Coronaviren oder warum prinzipiell Viren auch artspezifisch sind. Und in dieser Publikation wurde eben dieses transgene Mausmodell, das eben diesen Rezeptor exprimiert, das heißt Tiere, die dieses Gen für diesen Rezeptor in sich tragen und deswegen aus diesem Rezeptor im Lungengewebe und sonst im sonstigen Gewebe auch exprimieren, wiederum mit SARS-CoV-2 infiziert. Und wiederum ergab sich dieses klassische Bild der interstitialen Lungenentzündung mit den klassischen histopathologischen Veränderungen. Und wiederum konnte im Endeffekt wieder SARS-CoV-2 aus den Tieren isoliert werden. Die Autoren dieser Studie ziehen den Schluss, dass diese Experimente in den transgenen Mäusen gemeinsam mit den zuvor publizierten klinischen Studien die Koch'schen Postulate vollständig erfüllen und dass SARS-CoV-2 der pathogene Erreger ist, der eben verantwortlich ist für Covid-19. Mit der Erfüllung der Koch'schen Postulate hat man sich selbstverständlich auch schon mit dem ursprünglichen SARS-Virus beschäftigt, also diesem SARS-CoV-1-Virus. Und in dieser Publikation finden Sie, publiziert in 2003, finden Sie die Evidenz, die zeigt, dass auch für das ursprüngliche SARS-CoV-1-Virus die Koch'schen Postulate erfüllt sind. Ich verlinke Ihnen auch dann noch weitere experimentelle Studien, die eben zeigen, dass auch dieses ursprüngliche SARS-CoV-1-Virus die vor allen Dingen die Koch'schen Postulate 3 und 4, sprich die Krankheit wird ausgelöst im Tiermodell und das Virus ist wieder reisolierbar, erfüllen. Woher kommt also die Behauptung, dass SARS-CoV-2 die Koch'schen Postulate nicht erfüllt?
Ich glaube, die Antwort ist mehrschichtig. Einerseits glaube ich, dass sehr viele Personen, die sich mit der Thematik nicht ausgiebig und intensiv und den entsprechenden Hintergrund haben, nicht auf die entsprechende Literatur stoßen. Und ich hoffe, mit diesem Video einen Beitrag leisten zu können, dass eben zum Beispiel das Koch'sche Postulat Nummer 3 und Nummer 4 erfüllt ist. Also es gibt diese Tierexperimente, die mit SARS-CoV-2 durchgeführt worden sind. Und zweitens glaube ich, dass es eine Missinterpretation der Koch'schen Postulate gibt. Nochmals zurückkommen auf dieses Koch'sche Postulat Nummer 1. Beim Gesunden muss es immer fehlen. Es wird ja oft behauptet, dass die meisten der Patienten oder die meisten der Infektionen asymptomatisch verlaufen. Das stimmt auch zu einem gewissen prozentualen Anteil, ungefähr 40% bis irgendwo zwischen 40 und 80% der Infektionen verlaufen tatsächlich asymptomatisch oder mit einer nur sehr geringen Symptomatik. Aber man weiß mittlerweile auch, dass aufgrund der heute zugänglichen sehr sensitiven Methoden, wie eben zum Beispiel in der Radiologie, das CT oder eben in der Serologie, verschiedenste Blutwerte. Man ist ja in der Lage, auch Entzündungsmediatoren heute sehr sensitiv und genau messen zu können. Man weiß zum Beispiel von solchen Studien, und das ist eine dieser Studien, wieder publiziert in Nature Medicine, wo man 37 asymptomatische Personen über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, dass sehr wohl von diesen 37 asymptomatischen Personen in der Radiologie Auffälligkeiten gezeigt haben. Also insgesamt haben ungefähr knappe 60% knappe 60% Auffälligkeiten in der Computertomographie der Lunge gezeigt, wohingegen nur 40% der asymptomatischen keine Abnormalitäten gezeigt haben. Neben dieser Tatsache, die eben auch schon Robert Koch festgestellt hat, dass nicht jeder Infizierte auch erkrankt, wurde später zum Beispiel von Alfred Evans das sogenannte Evans'sche Postulat vorgeschlagen, die sich eben dieser Problematik des Koch'schen Postulats versucht zu nähern, indem man eben versucht zu erklären, dass eben manche Krankheiten multifaktoriell sind und nicht zwingenderweise zu einem Ausbruch der Krankheit führen müssen. In Bezug auf Viruserkrankungen hat bereits Charles River 1937 Modifikationen der Postulate vorgeschlagen, um eben einerseits den Nachweis oder die Möglichkeit der Züchtung von Viren, eben, die brauchen eben diese Wirtszellen, wie eben Primärzelllinien, wie zum Beispiel das humane Lungengewebe oder eben diese immortalisierten Zelllinien, wie diese Verozelllinien, die eben die Viren befallen können und dort drinnen sich vermehren können. Aber auch zum Beispiel, dass eben nicht jede Viruserkrankung, nicht jede Virusinfektion automatisch zu einer Erkrankung führen muss. Ganz schwierig sind diese Koch'schen Postulate zum Beispiel nachzuweisen für Viren, die Tumore bilden, wie zum Beispiel das HPV. Das HPV-Virus ist ein Virus, das hat die Fähigkeit das ist ein DNA-Virus und dieses Virus kann mit seiner DNA kann bestimmte Lokalisationen im humanen Genom unterbrechen. Das kann sich ins humane Genom integrieren und kann damit einen sogenannten Tumorsuppressor zerstören und über diesen Mechanismus zu Tumorbildungen beitragen. Das weiß man zum Beispiel vom HPV, dass es ein kausaler Erreger oder kausale Ursache sein kann für Gebärmutterhalskarzinom. Und das ist natürlich im Koch'schen Postulat bzw. in den Tierexperimenten immer sehr schwer nachweisbar, weil es eben auch eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit ist, ob das überhaupt sich in dieses Genom an der richtigen Stelle integriert oder nicht. Das heißt, das ist mit diesen Koch'schen Postulaten auch nicht immer in Einklang zu bringen. Das heißt, in Summe
Für SARS und für SARS-CoV-2 gibt es sehr wohl wissenschaftliche Daten, die eindeutig die Kochschen Postulate befriedigen. Und damit ist der eindeutige Nachweis gebracht, dass SARS-CoV-2 der Auslöser, der kausale Auslöser für Covid-19 ist. Und damit danke fürs Zuhören und ich hoffe, Sie konnten etwas Information mitnehmen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.